So, es ist jetzt der Tag nach Männertag. Junge, Junge, naja, wie soll ich es ausdrücken? Freut euch auf jeden Fall jetzt auf die Aufnahmen des Ganzen aus meiner Perspektive. Habt ihr bestimmt schon den Vlog des Genders gesehen. Also ich habe jetzt nicht lückenlos berichtet, aber das lag auch daran, dass ich eher damit beschäftigt war, naja, mich zuzulöten. Kannst du mal noch was dazu sagen, bitte? Ich weiß nicht. Kann es so sein, dass du gestern Abend nicht alleine warst? Der Abend nahm eine überraschend negative Wendung. Moin, moin, servus, moin. Heute ist der Tag vor Männertag. Oder wie man auch immer das nennen möchte. Morgen wird sich natürlich wieder schön getroffen, etc. Und ja, das Leben genossen. Hier haben wir schön eingekauft in Tschechien. Der Vlog davon kommt zeitnah noch. Unmengen Heineken und Energy Drinks und ähnliches. Wodka ist auch am Start für morgen. Aber wir haben noch was Schönes auszupacken. Nicht. Das mache ich danach. Jetzt duschen. Mystisch. Mann. Alter, krank. Hände! Hui. Dieses miese Material. So. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist echt der kleine Wahnsinn. Das ist alles, worauf ich stolz bin und immer geträumt habe. Ja, alles. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Schluck davon trinken werde, aber. Natürlich nicht. Bist sportlich aktiv und Nee, ich mache ja wirklich gerade Pause. 7 Wochen lang. mit Sport? Alter, der Glitter. Ist schön. Darauf bin ich einfach nur stolz. So, da gibt es noch mehr und zwar, den werde ich zeitnah überreichen, den Hector Panzer Wodka. Jawohl. Und den Fund Angels Wodka im goldenen Design. Mit Blattgold drin. Jawohl. Ah ne, das ist mit Glitter. Glitter. Was? Das Ach stimmt, der ist ja so schön so rosa. Guck dir das doch mal an, ey. ist wirklich ein Mädchentraum. Du bist ein Mädchentraum. So, dann haben wir hier den Adlersen Wodka in Schwarz. Den Nisuna Wodka vom Maidenvieh, Alter. Das ist einfach nur schön. Damit, Das sieht schön aus. ja, das Maidenvieh sieht schön aus. Ja, Guckt euch mal diese Kollektion an, ey. Wahnsinn. die Farbe hat sich jetzt echt voll verändert. Das ist jetzt echt voll pink. So wie dieser Daumen auf diesen. Wer mich hier ärgert beim Aufnehmen, ich drehe noch durch. Ich hau dir! Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich gerade eine Alkoholpause mache von mehreren Wochen. Und jetzt trinke ich alkoholfreies Radler. Das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben. Ich hoffe, eines Tages fliegt der Schwindel auf. Feinstes Rind! Oh, hier ist wenigstens die Welt noch in Ordnung. Hier wäscht die Frau noch ab. Die Mulde. Die Mulde. So, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Es ist Männertag, beziehungsweise Vatertag. Und wir missbrauchen diesen Tag dazu, um uns zu betrinken. Es ist jetzt 10:30 und es geht los mit dem Frühstück. So, wie beginnt man den Vatertag? Standesgemäß, man geht erstmal schön essen. Und zwar frühstücken mit seiner Freundin. Nur wenige Stunden vor dem asozialen Absturz wird das gute Leben hier nochmal in vollen Zügen genossen. Oh je. Yeah. Jawohl, da ist schon der Reisi, der dreht diesmal den Männertags-Stream. Livestream mit feinstem Equipment. So muss das sein. Darf ich fragen, was Sie heute machen an diesem schönen Tag? Ich werde
heute an. Bitte, dass man es versteht. Ja, naja, also ich lerne. Bitte, dass man es versteht. Ja, ich lerne und schreibe an meiner wissenschaftlichen Arbeit. Die Extreme gehen wirklich auseinander. So, jetzt gibt's gleich ein Autokonzert mit Livestream. Also ich werde hier Karaoke musizieren unter freiem Himmel. Jawohl, Open Air. Von feinster Gesangsqualität. Vielen Dank. Angelehnt an Dieter Bohlens Cherry Lady. So, der erste Mann, der sich heute blicken lässt, der Jamal. Brille auf die Brille. Ne, das muss er. Findest. Ja. Hey, jetzt hat das Karaoke der Freiwillige im Level. Gamal, fahr doch Gamal, die Scheiße. Liegt sogar untereinander zu schreiben. Gamal, ich bin ein arbeitsloses Scheiße. Das ist einfach unfassbar laut, das ist wirklich. Dieser Anglerhut. Leg dich in die Kamera weg. So, guten Morgen. Jetzt geht der Männertag wirklich los. Aber mein Nagel, der ist so abgefressen. Und Prost, Mahlzeit, geliebter Schweinesohn. Danke gleichfalls. Deswegen muss ich jetzt nochmal meine Anwälte schreiben. Hallo. Ey, das schmeckt gut. Du sollst auch für eine Gender-Spiegelung so liegen. Das ist, die tschechischen Varianten haben nur 5%, die deutschen haben 10%, deswegen schmecken die auch besser hier. Ja, das schmeckt so schön süß nach Cola. Ein Arsch! Ich muss was übertreiben. Ja, und letzte müssen verdichtet sein, du Wichser. Jetzt machst du wieder Ansagen. Mahlzeit. Warten. Los jetzt. Jawohl. Ich hab da noch 2 Liter Astra zu Hause. Hast du eigentlich diese einfach auf dem Vitamin schon mitgenommen? Nein! Wir müssen dann nochmal nach Radebeul. Scheiße. Oh, nee. Wie ich einfach bringe das. Ich wollte dir vorhin schon sagen, dass du eine Schwarzheit hier hast. Scheiße. Gib mal einen Becher. Ja, außer mein Leben. Ich arbeite in meinem ersten Lehrjahr. Ey, Jungs, pass mal auf. Ich nehme mir auch so ein schönes Kühlschicht, Max. Gönn dich mies. Max filmt schon wieder seinen Vlog. So, hier gibt es eine Fanze. Hey, Max, hast du eine Scheiße gekauft? Manchmal Enrico genannt. Hector Lanzer. Der Mann fragt, wie ich heiße. Hat er ruhig einen Rucksack gemacht? Das ist das zweite Mal, dass ich im Video vorkomme. Nee, deswegen. Die haben allgemein in mein Führungszeugnis geguckt. Wie ist denn das so, von diesen miesen Bastarden belästigt zu werden? Ja, es ist ja belästigt, das ist Gesellschaft, die sind ganz angenehm. Es gibt da Fans. Das nennt man sexuelle Bedrängnis. Ja, es gibt da Fans, die bedrängen sexuell. Das ist auch in Ordnung. Und dann gibt es Fans, die chillen halt einfach nur mit denen. Und das ist auch in Ordnung. Also ich hab nichts gegen Fans. Und wie sieht's bei dir aus? Was sieht bei mir aus? Na, was denn? Jawohl, vielen Master mit das Kleingeld. Ach Junge, Tiberius, sobald der Vlog endet, ist schon. Nein, das ist der. Jawohl, vielen Master. Das ist typisch Ausländer. Jawohl, Kapito. Das war das, wir haben die 50 Möchte draus gemacht. Ne, hier. Die schmeckt. Und now, Fan. Ich bin zu Hause. Überall. Meine Sprache international! Ich habe Essen im Recht! Die Bullen! Wir machen. Nee, geh mal bitte kurz weg. Ich verstehe schon. Enrico? Ja? Gib mir bitte ein kurzes Statement für den Warte Block. Mal, du Wichser, die Kippe ist feucht. Nein, ich habe gerade mehrfach gekotzt wegen diesem miesen Zeug. Alter, du Wichser, und da bietest du mir die Kippe an. Ich kann nur eine Frische anbieten, ja, Trotzig. Ja, bitte, das war nett. Hey!
Mahlzeit! Schön! Wir sind 30 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, um euch zu sehen. Ich hab den ganzen Darm deiner Transnummer durchgenudelt. Hey, Harry! Aber nicht der Glücklich! Hey! Vielen Dank! Danke, gibt's noch ein Bild? Oh! So eine Eiswürfel im Bollerwagen, Alter, das ist der Fortschritt! Statement! Ich will Tech hören! Jawoll! Schweine! Jawoll! Ich war das nicht! Ich habe das nicht zu verantworten! Warte, da ist kein Alkohol! Vielen, vielen Dank für den Beutel Kleingeld, Alter. Grüße gehen raus an die Pfandsammler-Mafia. Mieses Arschloch. Junge Paul, Alter. Was geht? Der echte, Alter. Was für eine Ehre. Küss mich. Ich bin völlig zu. Ja? Ja, Junge. Gib mir mal deinen Hut. Ja, nimm ganz. Geht auf meinen abgefuckten Nacken. Aber nur, wenn du das ex. Alter, das ist so ein Lebensschlimm. Naja, schlimm genug. Ja, 1 Euro! Vielen Dank! 50 Cent, 2 Euro! Du kranke Sau! Jawoll! Ich grüße die Cars Mafia, das Lack und das Drecks bitte! Und hier ist ganz viel Kleingeld von mir! Vielen Dank! Hi! So, wir haben jetzt einen Freiwilligen gefunden und zwar Paul. Wir gehen jetzt zu mir und geben das Kleingeld und den Pfand bei mir ab. Also schaffen das so nach Hause, dann haben wir 2 Flaschen Pfeffi und Bier. Dann gehen wir wieder zurück. Statement zum Tag. Ganz, ganz traurig. Lauter bitte! Fick dich ins Knie und Marlene Mordler. So, ich werde jetzt mein Handy zu Hause lassen. Nee, wie machst du deinen Vlog weiter? Ja, wendet euch an Schänder. Achso. Ich bin in dem Zustand, wo ich das Gerät nicht mehr verantworten möchte. Statement? So, Enrico, was haben wir jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Was weiß ich nicht mehr, von welchem Zeitpunkt aus? Von was weiß ich. Gesoffen. Ja, und noch? Gezockt. Du hast fett abgesahnt. Naja, es waren bloß 37 Euro. Davon hole ich mir... weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall... Na, wir sind jetzt hier, um Schnaps zu holen. Ja. Von dem Geld, was miss ich mich? Nee, ich bezahle. Was soll ich mit denn? Nee, ich lege es einfach in die Spardose. Oder ich gebe das Geld halt für mein ganz normales Leben aus. Muss ja nicht mehr was Besonderes sein, wenn man was gewinnt, dass man das da für was Besonderes ausgibt, sondern man kann es einfach behalten und einfach mal froh sein, dass man was gewonnen hat. Feinstes Huhn von Burger King. Enrico, was gibt's bei dir? Weiße, also verwaiste Fondue-Schokolade. So, Enrico, ich gönne mir jetzt hier drittklassige Nahrung. Drittklassig? Das ist 5-sternig. Lol. Ja, waren wir jetzt rüber, bevor die Bahn losgeht? Die geilen Nutten da drüben, Alter. Guck doch mal auf die Ärsche. Junge, das sieht man da gar nicht. Was ist denn eigentlich hier schon wieder passiert? Naja, ich bin halt der Schänder. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, es weißt du ganz genau, also hör auf, diese Scheiße hier zu filmen. Ey, dem Hector schmeckt der JP-chen nicht. Das ist der Champagner des Ostens. Hat jemand Milch? Gamail? Ja? Ja? Oh, das ist doch mal die Mensch. Ja, mach ich doch. Oh, oh, oh ja, du da auch. So, Enrico, wir haben jetzt im Prinzip 30 Bier vertrunken. Ja. Schon 12 Flaschen Pfeffi. Und ich habe jetzt nur noch eine Flasche Pfeffi, das ist eigentlich das Einzige, was noch trinkbar war daheim. Oh nee, hier. Was ist denn so dein Fazit bis jetzt?
Ja, es ist ein geiler Tag. Also jeder Männertag bisher war geil. Ist einfach noch schön. Ich glaube, ich habe dich schon fünfmal gefragt, was dein Fazit ist. Dem Fahrrad geht's gut. Roxy war von hier, ne? Ja, du erwischt. Roxy war von hier. Erzähl nichts von unserem dunklen Geheimnis. Der Vater ist was. Bist du wirklich Vater? Nein! So, jetzt habe ich versucht, ein Bier zu öffnen und bin abgerutscht. Der Flaschenhals ist mir in den Daumen. Da habe ich mich verarzt mit dem Schänder. Enrico? Ja? Gib mal wieder ein Statement. Ja, das gehört dazu zum Männertag. So, die Wunde ist verarztet und pulsiert heftig und schmerzt, aber ist nicht so schlimm. Ist schön abgeklebt, danke für das Klebeband. Und Alter Enrico, ist das eine gute Entscheidung? Was? Na, diese Riesenbulle. Ja. So, der Abend endet standesgemäß im Hotel des Schänders. Max? Und heute Captain Abend Dreck. Hat... Captain Dreck? Ui, das sieht lecker aus. Vero? Hat die Vero jetzt auf einmal ihr T-Shirt wieder an? Vorher hatte sie Kent an. Aber ich finde es wirklich gut, dass du am Männertag mal blank ziehst. Das ist wirklich Ehre. Und Mensa, wie findest du den Tag? Ach, das ist wunderschön. Entschuldigung. Ich liebe dich. Kannst du mal bitte gucken, was ich von meinem Papa für eine Nachricht bekommen habe? Alles gut, solange... Also ich glaube, meine Schwester hat das Handy in der Hand von meinem Papa. Solange der steife Pimmel nicht präsentiert wird, ist alles gut. Das wollt ihr sehen, oder? Jawohl. Nee, das ist die von deiner Schwester. Das ist dein Vater, der für dich starten, wenn er voll ist. ACE? Warte mal. Okay. Das bin nicht nur ich, glaub mir. Also ich halte freiwillig Füße rum. Ihr stinkt spezialisch, Alter. Psst! Junge, wenn du noch einmal schon... Mit so einem Gestank. Wollen wir Elias auch? Die stinken alle hier. Junge, wir waren jetzt 12 Stunden in unseren Schuhen. Ja, ich bin bei mir nur nochmal. Wenn ich euch eins über das Leben erzählen kann, dann ist es auf jeden Fall, dass man immer mit dem Flixbus fahren sollte, egal was ist. Mit dem Flixbus kommt ihr immer billiger. Und am besten kommt ihr, wenn ihr mehr Merch kauft. So, ja, weil nach 20 Sekunden hat der Hector Geburtstag. Alter! Oh, Vater E, Statement! Noch 10 Sekunden! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy Birthday to you! Happy Birthday! Also ich danke euch wirklich für alles an diesem wunderschönen Abend. Das war ein verdammt schöner Männertag und vielen Mastern für alles. Hector Panzer, Alter. Alles Gute. Naja, ich wünsche mir nur ein Statement. Nüchtern betrachtet ist das Ganze wirklich sehr traurig. Und besoffen betrachtet? Das kann ich leider nicht beantworten. Bitte, du hast heute echt an die Hände gewaschen. Alter, kannst du bitte noch näher kommen? Ist gut. Ey, ich box hier deine Eier weg. Ja, okay. Das ist eine Ansage, aber ich habe auf jeden Fall 2 Kästen Lego gesammelt. Dann war ich broke. So ein Helmer. Junge, so hell. Hector! Panzer!